Hey Leute, ganz kurz bevor das losgeht, diese Hello Neighbor Folge habe ich schon eigentlich einmal aufgenommen und dann musste ich kurz weg und deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen vom vorigen Part labern. Allerdings war der komplett falsch skaliert und deswegen habe ich euch einfach den komplett rausgelassen, weil eigentlich das meiste sieht man sowieso hier und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, das Spiel ist jetzt neu gestartet, weil ich musste kurz etwas machen. Aber das ist egal, wir haben hier... oh Gott. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Kameras nicht mehr. Das heißt, es wird vielleicht ein bisschen einfacher. Allerdings haben wir auch schon das Schloss... die Bretter halt sind halt noch da. Ich werde jetzt mal versuchen, wieder reinzukommen. Wir gehen erstmal hinten durch. genau, ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, mindestens den Hammer wieder... zu bekommen und den Rest so ein bisschen ausfindig zu machen. Der Hammer war ja... Gut, mach hier zu, Alter. Der Hammer war ja hier. Genau. Nehmen wir den mal. Okay, wir... Wow! Oh Gott, Alter. Ja, okay, keine Chance. Was willst du da machen? Oh Gott, Alter, ich habe schon wieder einen Herzinfarkt, Junge. Okay, dann, ja, versuchen wir es nochmal. Ich vermute mal, hinten ist jetzt zu. Achso, das ist doch ein Scherz. Das ist doch ein Scherz. Oh, wieso sehe ich nichts? Ah, Wassereimer. Ja, genau. Ach komm, Junge. Okay, da kommt wieder diese Cutscene. Alter, was ist denn mit der? Das ist übel weird. Ich habe auch Autos. Da hinten ist irgendwie eine Straße. Das macht ja gar keinen Sinn. Oh Gott, Alter. Wie gesagt, vorhin ist das Auto, warte, das war unser Auto, das gelbe. Und das ist der Reifen von seinem Auto, glaube ich. Unser hat ja, glaube ich, keinen so Reifen, oder? Ne, guck, unser Reifen hat nichts Rotes mit am Hut. Der hier schon. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Wo ist er denn gerade? Geh mal rein. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Renn! Oh Gott! Oh Gott! Alter! Hä? Von wo kommt der denn jetzt? Oh mein Gott. Alter, wie ich aber auch einmal noch außen rum gerannt bin. So ein Idiot, aber auch. Ich hätte einfach durchrennen können, aber ich war halt zu dumm. Ja, willst du dich auch mal wieder verpissen, oder? Ah, okay, danke. Wollte gerade schon sagen, Alter, bleib hier nicht ewig. Okay, da oben ist aber irgendwie noch eine Tür. Kann man da vielleicht rein? Vielleicht müssen wir uns da mal hochbauen. Was macht der eigentlich, Alter? Ich glaube, er ist komplett verwirrt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Lass mich in Ruhe. Kranker Psycho. Okay, keine Ahnung, was mit diesem Typen los ist, Leute. Bei mir flackert auch das Licht im Zimmer. Ich glaube, er ist hier. aber hier hat jetzt... Oh, hello there! Ja, genau. Wieso kommt er denn wieder raus? Was bist du für ein Muluk, Alter? Können wir den Nachbar eigentlich abschießen? Geht das? Okay, Leute, also der Nachbar hat hier scheinbar auch sein eigenes Fenster eingeschmissen. Hallo? Also, ey, was soll das? Wieso? Er kommt immer wieder raus. Hä, was ist mit ihm? Ja, Leute, also, ich würde euch ja gerne noch ein bisschen was zeigen und hier ins Haus kommen, aber irgendwie... Oh mein Gott. Aber irgendwie lässt das halt auch nicht so richtig zu. Kann man hier ins... Hä, kann man nicht durchs Fenster? Oder ist das wirklich noch zu? Hä? Man kommt nicht rein, ne? Was sind das für Fenster, Alter? Man kann nicht mal reinklettern. Doch. Hier ist zu. Oh mein Gott, oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Er hat uns nicht gesehen. Aber oh mein Gott. Okay, jetzt guckt er sich gerade um. Ja, wie gesagt, Leute, eigentlich würde ich euch gerne noch ein bisschen was zeigen, aber irgendwie lässt das nicht so richtig zu. Noch ein... Oh Gott, ich wollte gerade sagen. Noch ein Tra... Ja, das war's ja komplett. Ja, Leute, keine Ahnung, was mit dem los ist, Alter. Aber... Naja. Ja, Leute, wie gesagt, also irgendwie... würde ich euch gerne noch was zeigen vom Spiel und ein bisschen weiterkommen heute, aber... Naja, der Nachbar lässt das Ganze nicht so ganz zu, deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten würde ich sagen, war es das mit dieser Folge für Hello Neighbor. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.